Hallo Leute und herzlich willkommen zur Kopfhörerlektion. Ja, ohne Kopfhörer ist der DJ praktisch blind, denn ihr müsst das hören, was die anderen nicht hören sollen, damit die anderen später das hören können, was sie hören sollen. Ja, ihr sollt nämlich ja immer vorhören. Ihr müsst den Liedcharakter, die Struktur von Liedern hören, ihr müsst schauen, ob die Synchronität stimmt, passt es alles mit dem Übergang, sitzt es gut alles und ja, hört sich das einfach auch gut an. Das ist alles extrem wichtig, könnt ihr ohne Kopfhörer nicht machen, denn ihr wollt ja nicht einfach nur einen Track nach dem anderen spielen und hoffen, dass alles irgendwie gut geht, sondern es soll ja gut vorbereitet werden und das Vorbereiten könnt ihr nur über die Kopfhörer oder natürlich dann auch noch über den Booth-Monitor-Boxen. Aber ja, klar, an erster Stelle steht natürlich der Kopfhörer, denn auch auf den Booth hört ihr ja nur das, was draußen gespielt wird und könnt nicht vorhören. Ihr könnt dann natürlich auch den Kopfhörer als Monitor benutzen, wenn ihr keine Monitorboxen bei euch am DJ-Pult habt. Oder ihr möchtet sie einfach nicht nutzen, whatever. Ihr könnt natürlich auch eben die als Monitor benutzen, ganz klar. Wichtig ist, dass der Kopfhörer besonders gut sitzt. Er soll bequem sein und er soll leicht sein, damit er auch bei einem mehreren Stunden langen Gig nicht zur Belastung wird. Das ist wirklich extrem wichtig. Es gibt nämlich sehr schwere Kopfhörer, da kriegt man Kopfweh, sind gefühlt eine Delle oben auf dem Kopf. Oder es macht einen gewissen Druck auf den Ohren. Das ist auf jeden Fall kein Vergnügen. Deswegen ein sehr bequemer und vor allem eben leichter Sitz. Wichtig ist auch der modulare Aufbau. Das heißt, man kann zum Beispiel mal eine Ohrmuschel austauschen, man kann mal ein Kabel austauschen und so weiter. Denn dieser Kopfhörer wird ja extrem beansprucht. Das ist keine Seltenheit, dass mal was kaputt geht. Das ist auch nicht schlimm, insofern es nicht drei Tage nach dem Kauf passiert. Und da ist eben wichtig, dass man Einzelteile vom Kopfhörer austauschen kann, ohne dass der ganze Kopfhörer eben direkt wertlos wird, nur weil an einer Stelle halt ein kleines Teil kaputt gegangen ist. Wichtig ist außerdem die Klappdreh- und Faltbauweise, also das, wie der Kopfhörer an sich eben ja noch umgebaut werden kann sozusagen, denn es ist vor allem wichtig, dass man die Ohrmuscheln unabhängig voneinander zum Beispiel vom Ohr wegklappen kann, sozusagen wegdrehen kann, obwohl man den Kopfhörer weiter auf hat. Oder zum Beispiel auch, dass man ihn komplett im Prinzip zusammenfalten, stecken kann, so dass er sehr portabel wird. Also man dreht dann alles so ineinander, dass es dann wieder sehr kompakt ist. Eben seht ihr dann gleich auch noch in der Praxis. Und deswegen brauchen das DJs halt, dass sie gleichzeitig draußen die Musik hören können, als auch das, was auf dem Kopfhörer läuft und das eben in sehr schnellen Wechsel, ohne dass man auch die Kopfhörer komplett absetzen muss. Ja, die modulare Bauweise ermöglicht auch individuelles Tragen, das seht ihr auch gleich noch in der Praxis. Man kann den Kopfhörer halt mit dem Bügel nach hinten aufsetzen, nach vorne, nach oben, hinten und so weiter wegklappen. Also ihr habt hier ganz viele Möglichkeiten, wie ihr den Kopfhörer so aufsetzen könnt, dass es gerade zur Situation passt und er auch ja einfach gut sitzt. Kommen wir zum Aufbau. Ganz klassisch natürlich die Hörmuschel, also das, was euer Ohr umschließt oder auf eurem Ohr aufliegt. Da gerade schon angesprochen, ganz wichtig, der angenehme Sitz, auch über lange Zeit. Nicht zu leicht, nicht zu schwer, natürlich eher leicht als schwer, aber auch nicht zu leicht, denn wenn irgendwas Lappriges, Unstabiles auf eurem Kopf sitzt, ist es natürlich auch nicht gut. Deswegen auch Flexibilität. Denn eben genauso was Steifes, Schweres bringt euch auch nichts. Das ist halt eben so die goldene Mitte. Und ja, es ist dann auch gut, wenn es eben um die eigene Achse mal wegklappbar ist, wenn man die sehr auseinanderziehen kann und so weiter, dass man eben wirklich auch gut mit denen arbeiten kann. Wenn die Hörmuschel euer Ohr komplett umschließt, dann isoliert es natürlich besser gegen die Geräusche von außen, als wenn es einfach nur auf eurem Ohr aufliegt.
Da müsst ihr aber halt auf jeden Fall schauen, dass es bequem ist. Diese Ohrmuscheln sind ja natürlich auch größer, sonst würden sie ja aufliegen, ganz logisch. Schaut da einfach, was euch besser gefällt. Es gibt da solche und solche Vorlieben. Austauschbare Polster sind sehr empfehlenswert, denn ja, die werden dann schnell mal porös, brüchig oder werden halt wirklich ekelhaft vom vielen Tragen. Man schwitzt da natürlich auch drunter und Ohrenschmalz und alles. Deswegen, die sind auch nicht teuer, wenn man die wechseln kann. Das ist ja nur einfach diese kleine Auflage. Das wäre auf jeden Fall auch gut, wenn die das noch könnten. Von den Anschlüssen her ist es natürlich dann das Äquivalent zu den Anschlüssen vom Mixer, nur halt in männlicher und nicht in weiblicher Ausführung, eben die 3,5 mm und die 6,3 mm Klinke. Am besten abschraubbar eben, dass ihr wechseln könnt. Ja, das heißt, ihr habt dann einen 6,3 mm Klinken, ja, wie so eine Art Adapter eben zum Aufschrauben, dass ihr entscheiden könntet, welche Variante ihr möchtet. Und ganz wichtig ist, dass ihr den Kopfhörer nicht am Stecker aufhängt. Es gibt nämlich eben Mixer, da guckt der Stecker so raus oder er ist hier vorne dann so und dann verleiht er das natürlich, dass man den Kopfhörer hier aufhängt oder hier. Das ist auf jeden Fall nicht empfehlenswert. Wenn ihr hier hängen bleibt, dann reißt ihr den ganzen Mixer runter und wenn es noch schlimmer kommt, dann bleibt ihr so kräftig daran hängen, dass einfach der Stecker abbricht, abreißt und dann ist er da drin und den kriegt ihr so schnell auf jeden Fall nicht mehr wieder raus und logischerweise ist auch euer Kabel kaputt. Daher ist auch eine Abwinkelung von diesem Stecker sehr nützlich, dass es eben nicht einfach so gerade heraussteht und eben dann stören kann. Das Kabel sollte einseitig geführt sein. Ist absolut keine Option, einen Kopfhörer zu verwenden, der zwei Kabel hat, die von jeder Ohrmuschel hier unten zusammenführen und dann in ein Kabel laufen. Nur ein Kabel, entweder in die Seite oder in die Seite, und wenn ihr einen guten Kopfhörer habt, dann könnt ihr sogar entscheiden, in welche Seite ihr es reinstecken möchtet, weil es eben zwei Anschlüsse gibt. Das ist dann eben die Königsklasse, aber auf jeden Fall einseitig geführt. Ihr solltet ein Spiralkabel vor einem glatten Kabel eben wählen, denn hier habt ihr dann die Möglichkeit, dass sich das Kabel logischerweise noch dehnen kann, wenn ihr euch mal vom Mixer wegbewegt und jemand Hallo zu sagen, um Schallplatten hinten zu holen, um Getränke entgegenzunehmen und so weiter und so fort. Ihr bewegt euch viel, dann solltet ihr wirklich darauf achten, dass ihr hier ein Spiralkabel habt. Ansonsten, wenn das Kabel an der Maximallänge angekommen ist, zieht es straff, reißt den Mixer runter und der Gig ist gelaufen. Austauschbares Kabel ist eben dann ja auch sehr wichtig. Wenn ihr hier entscheiden könnt, an welche Seite ihr es anschließen könnt, dann habt ihr definitiv ja auch einen Kopfhörer, bei dem das Kabel austauschbar ist, weil es eben nicht fix und fest hier drin montiert ist. Klar, es kann mal passieren, dass das Kabel irgendwie kaputt geht. Ja, es ist ein Verschleißteil und deswegen natürlich auch wieder wichtig, dass man dann nicht den ganzen Kopfhörer wegschmeißen muss, der eigentlich noch gut ist, sondern nur das Kabel austauscht. Jetzt noch zu wichtigen technischen Daten, auf die ihr achten solltet, wenn ihr euch einen Kopfhörer zulegt. Und zwar ist es zum einen eine hohe Nennbelastbarkeit, die wird in Watt angegeben. Das ist gut, damit der Kopfhörer über lange Zeit auch hohe Belastungen aushält, ohne eben Schaden zu nehmen. Das ist auch ähnlich wie bei anderen Boxen. Wenn ihr die halt zu lang, zu laut fahrt, dann gehen die kaputt, ganz klar. Dann außerdem den hoher Kennschalldruckpegel oder auch genannt eine hohe Empfindlichkeit. Das sorgt dann dafür, dass ihr immer genügend Power habt für die Lautstärke eben, dass man auch überhaupt die Möglichkeit hat, schön laut die Musik aufzudrehen. Und die Dezibel sollten da auf jeden Fall höher als 100 angegeben sein. Wichtig ist außerdem ein geringer Klirrfaktor. Der wird in Prozent angegeben und umso kleiner der ist, umso originalgetreuer ist der Sound. Denn ihr habt ja immer dann noch Störungsfaktoren sozusagen durch die Übertragung vom Sound. Der sollte natürlich auf jeden Fall möglichst gering ausfallen. Dann eine niedrige Impedanz, die wird in Ohm angegeben. Das Ohmzeichen sieht so aus. Auch Wechselstromwiderstand genannt. Das heißt, ihr habt eine hohe Lautstärke auch bei einem schwachen Verstärker. Das werdet ihr vor allem dann merken, wenn ihr einen Kopfhörer mit einer hohen Impedanz mal an euren Mixer anschließt.
Der hat nämlich ordentlich Power, da könnt ihr ordentlich aufdrehen und dann kommt es auch ordentlich laut raus. Wenn ihr denselben Kopfhörer dann aber zum Beispiel in euer Handy steckt, bei dem die Power eben von dem kleinen Gerät nicht so groß ist, dann werdet ihr merken, dass obwohl euer Handy auf Anschlag laut ist, es auf den Kopfhörern trotzdem nicht besonders laut ankommt und andere kleine Kopfhörer, die eigentlich lang nicht so teuer und gut sind, deutlich lauter rüberkommen. Das liegt dann daran. Mindestens einen Frequenzgang von 20 Hertz bis 20 Kilohertz oder 20.000 Hertz, ist ja dasselbe, nur eben je nachdem, wie es für euch dann angegeben wurde, dass ihr es wisst. Das ist dann eben die Wiedergabe von einem möglichst breitem Klangspektrum. Also Kilohertz, das ist dann eben das Spektrum, das der Kopfhörer sozusagen abbilden kann. Alle Töne, nennen wir es jetzt mal darunter oder darüber, werden im Prinzip faktisch nicht mehr abgebildet und werdet ihr dann auch so nicht hören. Kommen wir jetzt noch zu einem kleinen Vergleich, warum es eben wichtig ist, dass man sich DJ-Kopfhörer zulegt und nicht irgendwelche In-Ear-Kopfhörer aus dem Hobbybereich benutzt oder eben andere Kopfhörer. Ihr habt hier beim DJ-Kopfhörer einen großen Frequenzbereich eben, ihr habt eine besonders robuste Verarbeitung. Der schirmt euch sehr gut gegen die Umgebungsgeräusche ab, was unabdingbar ist, denn ihr müsst ja auch gegen die laute PA, das ganze Geschrei vom Publikum und so weiter, müsst ihr dagegen ankommen. Und dafür braucht ihr auch einen kräftigen Output und vor allem eben auch diese flexible, individuelle Einstellungsmöglichkeit, die ihr da habt mit der Ohrmuschel, dass ihr die wegklappen könnt, dass ihr sie komplett drehen könnt und so weiter, dass ihr wieder zusammenbauen könnt. Es gibt teilweise Kopfhörer, die haben einen gespaltenen Kopfhörerbügel hier oben zum Beispiel und so weiter und so fort. Das sind alles Features, die ihr in erster Linie nur so bei DJ-Kopfhörern findet werdend. In-Ears sind leicht, ja, haben üblicherweise auch eine gute Abstimmung gegen die Umgebungsgeräusche, weil sie ja richtig im Gehörgang drin sind, haben eventuell auch ein eingebautes Mikrofon, Knöpfe oder Bluetooth. Das stimmt, ja, es interessiert aber den DJ absolut gar nicht. Außerdem sind sie sehr unhandlich und vor allem auch sehr empfindlich. Oft ist es ja auch so, dass diese In-Ears heutzutage mit Bluetooth betrieben werden und euer DJ-Mixer hat kein Bluetooth, also fällt sowieso schon mal weg. Standard-On-Ear oder Over-Ear-Kopfhörer, also eben klar, ganz klassisch mit dem Bügel, wie auch grob ein DJ-Kopfhörer aussieht, sind leicht und handlich, ja, haben eventuell auch wieder ein Mikro, Knöpfe und Bluetooth, was den DJ ja natürlich aber absolut wieder nicht interessiert. Haben aber im Vergleich zum DJ-Kopfhörer auch wahrscheinlich eher einen schwächeren Output, sind vor allem wenig robust, haben nicht diese flexiblen Einstellungsmöglichkeiten, die doch sehr wichtig sind und natürlich auch die Klangqualität muss besonders gut sein. Die wird hier in Art Hobbybereich jetzt auch nicht besonders herausragend sein. Kommen wir jetzt noch abschließend zu den Studio-Kopfhörern. Die haben einen sehr großen Frequenzbereich, das ist auch wichtig, dass man eben damit gut produzieren kann, ganz klar. Das ist auf jeden Fall auch mit dem kräftigen Output ein Steckenpferd von diesen Geräten. Haben außerdem auch eine gute Abschirmung gegen die Umgebungsgeräusche. Klingt jetzt alles erstmal sehr gut, ja, aber Problem natürlich, sehr empfindlich. Denn das sind ja hochspezialisierte Geräte, ganz besondere Kopfhörer, die man normalerweise eben logischerweise nur im Studio benutzt. Das heißt, sie sind eben sehr empfindlich und unhandlich. Sie haben auch normalerweise nicht diese flexiblen Einstellungsmöglichkeiten mit der Ohrmuschel und Co. Und deswegen eignen sie sich auch wiederum nicht als DJ-Kopfhörer. Und deswegen seht ihr, warum es nur DJ-Kopfhörer sein sollten und sonst keine. Es gibt noch DJs, die vereinzelt mit diesen Bühnen-In-Ears auflegen, die klassische Musiker auch oft noch haben. Das ist dann natürlich im Prinzip die ultimative Abschirmung gegen außen, aber ihr habt ja dann auch wieder Kabel und das ist auf jeden Fall auch wieder extrem empfindlich. Also sehr fraglich, ob sich das wirklich rentiert. Und es ist auf jeden Fall auch kein Zufall, dass fast alle DJs eben mit DJ-Kopfhörern auch auflegen. In der Praxis zeigen wir euch dann nochmal zwei Beispiele und dann habt ihr auch mal ein genaues Bild
woran wir uns denn hier die ganze Zeit dann aufhängen. Ja, da sind wir in der Praxis für die Kopfhörer. Wir wollen euch da gar nicht so lange auf die Folter spannen, denn auch das hier ist keine Rocket Science. Es geht einfach nur mal darum, euch jetzt hier mal zwei Beispiele zu zeigen, was eben wichtig ist, was es für Unterschiede geben kann. Wir haben zwei Kopfhörer hier von Sennheiser. Einmal auch einen Klassiker sozusagen, den ihr sehr oft bei DJs findet werdet. Und im Prinzip die neuere Variante von dem. Ihr seht schon, der hier ist deutlich kleiner, deswegen auch deutlich leichter. Das merkt man sehr. Und sie unterscheiden sich beim Kabel, denn hier haben wir eben ein Spiralkabel, logischerweise dann sehr dehnbar auch noch. Und hier haben wir ein normales Kabel. Und beim Anschluss haben wir auch noch einen Unterschied, denn wir haben zwar bei beiden Varianten die abschraubbare Klinke, das ist diesen Adapter, um von 3,5 mm auf 6,3 mm zu wechseln. Aber eben hier haben wir einmal die abgeknickte Variante und einmal die gerade. Und normalerweise bietet sich die abgeknickte auf jeden Fall mehr an, weil ansonsten, wenn der Anschluss eben oben auf dem Mixer ist, steht der Stecker eben nach oben ab. Oder selbst wenn er hier ist, dann steht er auch eher ab, als wenn er so ist. Deswegen am besten wäre dieses Kabel mit einem abgewinkelten Stecker. Ja, wir haben noch gesagt, eben was machen DJ-Kopfhörer aus. Das ist vor allem ihr modularer Aufbau. Ihr könnt die sehr gut auseinandernehmen, zum Beispiel eben jetzt hier diese Ohrmuschel, die verschleißt gerne mal oder wird sehr dreckig, dann könnt ihr die einfach abmachen und neue holen. Ihr könnt auch zum Beispiel eben das Kabel hier sehr leicht wechseln, denn man kann es ganz easy anstecken und wieder abmachen. Ihr könnt sogar hier an beiden Kopfhörerseiten das Kabel einstecken und es ist trotzdem Stereo. Ihr könnt das hier auch nochmal rumdrehen, dass es wirklich bombenfest sitzt. Das ist also schon mal sehr positiv. Und hier ist es nicht ganz so einfach wie bei dem, aber auch hier könnte man im Prinzip auf beiden Seiten die Stecker ziehen. Das Kabel, das hier verlegt ist, eben rausnehmen. Hier müsste man nur zwei Schrauben lösen und auch dann könnte man dieses Kabel wechseln, als auch hier diese Polster, ist überhaupt kein Problem. Das ist eben etwas, was DJ-Kopfhörer vor allem ausmacht, denn es ist ein Arbeitsgerät, die werden viel beansprucht und da kann es durchaus mal passieren, dass sie kaputt gehen, verschleißen, whatever. Und da muss es möglich sein, dass man sowas austauscht, denn ansonsten kann man den Kopfhörer nur noch entsorgen und das wäre bei einem Preis von mehreren 100 Euro teilweise auf jeden Fall No-Go im Prinzip. Ja, schön ist vor allem auch noch, dass man hier eben viele Einstellungsmöglichkeiten hat, ihn zu tragen. Man hat hier sogar einen gespaltenen Bügel, den habt ihr hier nicht. Aber was beide haben, ist, dass man hier die Höhe verstellen kann. Das sieht zwar etwas anders aus, kommt aber natürlich auf dasselbe hinaus. Außerdem kann man hier noch diesen Winkel einstellen. Und es gibt sogar Kopfhörer, bei denen hat man hier ein Scharnier sozusagen, eine Art Gewinde, dass man sie nochmal um die eigene Achse drehen kann, dass dieser Kopfhörerpart sozusagen nach außen stehen würde, damit ich dann im Prinzip so die Musik hören kann. Auch hier eben wieder die Möglichkeit, es zu verstellen und in dieser Richtung. Denn so hat man nämlich auch die Möglichkeit, dass man die Kopfhörer aufsetzt und eben nicht mit beiden Ohren die Musik hören muss, sondern man kann einen zum Beispiel wegklappen, dann hört man auch so noch die Musik von draußen. Ihr könnt die Kopfhörer auch so tragen, zum Beispiel gibt es auch einige DJs, die das machen, wie als Art Stirnband. Ihr könnt sie normal tragen und beide Seiten wegklappen, dann stören sie auch nicht mehr. Klar, umhängen ist der Klassiker. Eben hier habt ihr dann sogar auch noch einen gespaltenen Bügel, da könnt ihr das Gewicht dann noch eher auf eurem Kopf verteilen. Und natürlich im Prinzip ist an sich ein leichter Kopfhörer angenehmer über längere Zeit zu tragen, aber die sind auch sehr gut gepolstert und auch der ist jetzt nicht unfassbar schwer. Deswegen, das sind also alles Dinge, die DJ-Kopfhörer ausmachen. Insgesamt eben sehr robuste Kopfhörer, schön, dass man viele Teile wechseln kann. Man hat hier diese Adapter,
die speziellen Kabel und alles in allem merkt man einfach, dass sie komplett darauf ausgelegt sind, dass sie vollwertige DJ-Kopfhörer sind. DJ-Kopfhörer gibt es aber natürlich auch noch von anderen Herstellern und eben noch in etwas anderen Ausführungen. Insofern geht ihr am besten mal in den Laden und setzt verschiedene auf. Es gibt ja eben auch den Unterschied zwischen diesen Over-Ear-Kopfhörern wie diesen, die das Ohr wirklich komplett umschließen, oder auch eben diesen, bei denen der Kopfhörer auf dem Ohr aufliegt. Das ist dann eher Geschmackssache und insofern schaut einfach mal, welchen ihr nehmen möchtet. Ihr solltet hier auf jeden Fall nicht knauserig sein und in einen wirklich guten, leistungsstarken Kopfhörer investieren, denn ohne Kopfhörer seid ihr praktisch blind. Es ist extrem wichtig, dass ihr gute Kopfhörer besitzt und damit ihr eben auch euren Job gut ausüben könnt. Ihr müsst natürlich als DJ immer viel vorhören. Ihr müsst auch gegen die laute PA draußen ankommen. Das sind alles wichtige Faktoren. Wir haben euch in der Theorie bereits erklärt, auf welche Parameter ihr da besonders achten müsst. Insofern ihr noch Fragen oder Anregungen zu diesen Kopfhörern habt, dann schreibt uns einfach gerne eine E-Mail. Diese findet ihr hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen euch bis dahin alles Gute.